extreme Schnittwunden, ja. Da könnt ihr euch vorstellen, er hat sich von hinten geschlichen an die Frau heran. Ist das schon, ist uns schon der Krieg erklärt worden? Irgendwo sicher, deshalb hört es auch auf damit irgendwie mit Kopf heran und ihr seid die ganze Zeit im Handy und beobachtet gar nicht, wer sich an euch anschleichen kann. Dass sie nur mit Messer agieren. Das ist das erste höchstwahrscheinlich, wenn sie nach Europa kommen, dass sie ein großes Messer besorgen, weil nur damit fühlen sie sich stark. Und auch so wie du trainierst, so kämpfst du auch da draußen. Wenn sie kommen, aber nur um die Leute zu halten und nicht zu hart zu trainieren, weil sonst verlieren sie Kundschaft und so weiter. Wer nicht so hart trainieren will, dann braucht nicht zu mir kommen. Hallo Freunde, ich bin wieder euer Marek. Ich habe mich gerade aufgewärmt. Warte ich, bis meine Schüler kommen. Zweiter Tag heute. Danach gehe ich mit denen, das mache ich in meiner Freizeit, ja. Dafür zahlt mich keiner, aber ich mache es gerne. Wenn das die Zeit erlaubt, gehe ich ein bisschen in die Berge mit denen was zeigen. Und in ein Restaurant von meinen Freunden, das sind auch Kampfsportler, kenne meistens solche Leute. Und ja, morgen haben sie dann letzter Tag. Heute wird das ein kurzes Video, Leute. Ich würde gerne nur was erwähnen. Und zwar habt ihr das mitbekommen, das heißt im Frankfurt in irgendeinem Park, eine Joggerin, eine Ukrainerin ist, während sie sich wahrscheinlich ausgeruht hat oder so, auf eine Bank, hat sich von hinten einer geschlichen und hat sie mit einem Cuttermesser verletzt. Ja, es war ein junger Afghaner. Interessanterweise ist sogar in der Zeitung gestanden, dass er ein Afghaner ist, weil sonst normalerweise steht nichts oder irgendwo ist ganz unten. Aber das ist der übliche Verdächtige. Und die Frau ist dann weggelaufen, er hat sie dann eingeholt und nochmal attackiert, bis irgendwelche Passanten dann geschrien haben und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, für die Frau, die attackiert worden ist, genauso für die Leute, die dazu Hilfe eilten, genau sicher was davon abbekommen haben, meine ich jetzt psychisch her. Es ist nicht ohne sicher jemanden so zu beobachten wie anderen attackiert, mit Messer töten will und so weiter und so fort. Man darf ein Cuttermesser nicht irgendwie glauben, dass mit Cuttermesser kann man keine schwere Verletzungen, vielleicht nicht Stichwunden, aber extreme Schnittwunden. Ja? Da könnt ihr euch vorstellen, er hat sich von hinten geschlichen an die Frau heran, hat Anführungszeichen Gott sei Dank versucht zu stechen und nicht zu schneiden. Ja? Sonst wäre es sowieso vorbei. Ja. Das heißt, wir sind es so weit gekommen, dass man, egal Leute, wo wir sind, ob wir in Großstadt sind, ob wir in U-Bahn sind, ob wir in Straßenbahn sind, ob wir in Kleinstadt sind, ob wir im Park sind beim Joggen, in Lebensmittelgeschäfte, wo sogar nicht einmal diese Aggressoren halten, nicht einmal einen Stopp vor kleinen Kindern in Lebensmittelladen vor einem Monat oder wann war das, zwei Monate, ein kleines vierjähriges Mädchen mit Messer attackiert wurde. Was hat dieses Mädchen jemanden angetan? Ja? Und da frage ich mich, Leute, es ist nur ein kurzes Video, aber ich frage mich, ist uns schon der Krieg erklärt worden? Oder hat schon jemand den Schläfern unter euch, weil ich bin hier in Serbien, ich wohne nicht in Deutschland, unter euch irgendwie schon das Befehl gegeben, ihr sollt die Ungläubigen attackieren oder ihr sollt jetzt irgendwas durchführen und so weiter, dass wir uns besser an die Macht positionieren oder sonst irgendetwas. Ja? Und wenn ich dann sehe noch, wie die Politiker reagieren, besser gar nicht reagieren, wie ich dann sehe, aber auch wie die Leute reagieren, das hat man jetzt bei den Europawahlen gesehen, dass die immer noch, die CDU, die Leute glauben, wenn sie nicht die Grünen wählen, ja, die Grünen haben da sowieso nichts verloren, also sie glauben dann, naja, okay, dann wählen wir das kleinere Übel. Das CDU ist meiner Meinung nach nicht das kleinere Übel und ich glaube, das wird sich auch, wenn sollte sie bei den Parlamentwahlen gewinnen, wird sich da auch nicht wirklich was ändern. Vielleicht am Anfang wird ein bisschen gequatscht und geredet, genauso über Messerverbotszonen. Ja, wir haben Messerverbotszonen gemacht, so wie vor letzten Video in Wien und so weiter. Ja, die Politiker kümmern sich um die Leute. Nein, kümmert euch gar nicht. Ihr kommt mit irgendeinem Blödsinn, dass das den Leuten das eine Auge zumacht, ja? Und so quasi, ja, wir haben was für euch getan. Nein, habt sie gar nicht. Das ist viel zu wenig. Ihr solltet wirklich das Unheil an der Wurzel packen, ja, und nicht nur versuchen mit Pflaster irgendwo ein bisschen was stopfen, ja, und wir wissen genau, mit was man das am besten erledigen sollte. Das heißt, Menschen, die derart hergekommen sind, oder das ist hier bei euch, und andere zu
zu töten, andere zu vergewaltigen und richtige Unheil und Mord und hemmungslos abzuschlachten, über euch herbringen, die haben da einfach nichts verloren. Und kommst mir auch gar nicht mehr mit, ja, aber die sind psychisch krank und die sind dies und jenes. Das interessiert niemanden. Ich glaube, die Leute wollen wieder zusammen in Ruhe leben, ja. Und jetzt kommen auch die Leute, so wie jetzt meine Schüler, die sind schon, einer ist schon Pensionist. Also das heißt, die Leute fühlen sich total unsicher, ja. Egal wo du bist, ihr sitzt das selber, Leute, ihr seid nirgendwo sicher, deshalb hört es auch auf damit irgendwie mit Kopfhörern und ihr seid die ganze Zeit im Handy und beobachtet gar nicht, wer sich an euch anschleichen kann. Ja? Das heißt, das war in letzter Zeit bei der Joggerin, das war bei der Mannheimer Polizei, das war in meinem letzten Video in Wien auch von hinten, ja? Das sind feige Parasiten, das da hier, die sind stark nur mit Messer oder in der Gruppe. Alleine würden sie nie was anrichten, komplett ohne Waffen. Ja, die haben nur große Klappe, aber das macht sie dann gefährlich. Ja, dadurch, dass sie nur mit Messer agieren. Das ist das erste Hilfe wahrscheinlich, wenn sie nach Europa kommen, dass sie sich ein großes Messer besorgen, weil nur damit fühlen sie sich stark. Und deshalb müssen wir uns auch gewiss in Wehr setzen, das heißt, indem du trainierst und indem dich auch jemand im Kopf aufklärt, verdammt, ich muss aufpassen, auch wenn ich durch die Straße gehe. Auch wenn das noch so traurig klingt, aber das ist mittlerweile am Tagesordnung bei euch in Deutschland. Wer das immer noch verharmlost oder wegschaut oder sagt, na, das ist doch nicht so schlimm und so weiter, irgendwann wird es noch viel, viel schlimmer kommen. Ich sage, dass das da ist noch nicht der Gipfel. Wenn sich da radikal nicht was ändert bei euch, dass man solche aggressive Attentäter und so weiter, Leute, die sich nicht an eure Gesetze halten wollen und so weiter, aus dem Land ausweist, dann wird das noch viel, 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 viel schlimmer. Und vor allem, Statistiken zeigen auch nicht, irgendwelche, die schon eingebürgert sind, ja, die gelten automatisch als Deutsche. Könnt ihr euch vorstellen, wie wirklich man die Zahlen richtig aufzeigen würde, was da passieren würde, wie die Leute, aber manche würden wahrscheinlich nicht einmal dann reagieren, auch wenn da steht, dass das 90% sind oder wenn das, manche sind einfach nur noch blind und tolerant. Nur sage ich ja, die Toleranz kann eines Tages einigen das Genick brechen. Ja, das ist meine Meinung nach. Ich bin der Letzte, der jemanden auf der Straße attackieren würde. Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle wirklich respektieren mögen. Keiner greift andere an. Die Frauen dürfen wieder am Abend durch die Straße gehen. In Großstädten, in Kleinstädten, egal wo. Ich bin der Letzte, der sich das nicht wünschen würde. Leider ist das nicht der Fall, weil andere damit nicht einverstanden sind, wie du lebst, wie du dich kleidest, vor allem deine Frauen, wie ist deine Religion, wie sind deine Sitten, wie sind deine Traditionen. Andere können damit nichts anfangen. Diese anderen, die zu dir gekommen sind, um Hilfe zu suchen. Ja? Deshalb, das verstehe ich schon einmal gar nicht. Da komme ich manchmal wirklich. Das kotzen Leute, wenn ich sowas sehe, wie respektlos manche Menschen, oder was heißt Menschen, Parasiten sein können. Ich wünsche euch alles Gute. Passt bitte auf euch auf und trainiert bitte richtig. Ihr müsst so trainieren, als würdest du kämpfen. Genauso wie du trainierst, so kämpfst du auch da draußen. Wenn du aber nur so abgesprochene Sachen machst die ganze Zeit, gell, mit Waffen, ohne Waffen und so weiter, wird das nie. Kannst du das nicht so auf der Straße abrufen? Merkst du das, wie brutal die agieren? Und sei sicher, hundertprozentige Garantie hast du nicht, weil manche schreiben, ja, man hat gegen Messer keine Chancen und zieh dir ein Bleich, so ein rotes Edding und das weiße T-Shirt. Ey, mein Gott, hört's auf schon mit diesen, das kennt jeder. Ich nehme kein Edding, ich nehme ein holzernes Messer, das tut mehr weh als irgendein blödes Edding. Aber einer, der ganze Zeit angegriffen wird und selber mit dem Messer attackiert, ja? Reagiert 100% besser wie einer. Jetzt kommt einer auf dich Messer zu und jetzt, was sollst du sagen? Oh, ich habe keine Chancen, ja, dann bitte stich mich ab. Das ist die Lösung von den vielen, die mir da in Kommentieren oder auch in anderen, wenn ich mir das so durchlese, wenn YouTuber was posten. Das ist die einzige Lösung, dass ich jetzt nicht mache. Ja, bitte, Aggressoren, stechst mich bitte ab, ich bin bereit. Das ist das Einzige. Ja, sicher mit Training, nicht mit so einem, wo man leitet und entwaffnet, sondern bisschen was ganz, ganz anderes, ja. Ich würde sagen, dass das, was ich mit meinen Leuten mache,
Und das bestätigen mir jedes Mal diese Menschen. Und viele, die mir auch schreiben, auch immer, die das schon eingewendet haben, denen es das schon geholfen hat im normalen Leben. Denn ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn aber manche anderen glauben, durch irgendwelche Hollywood-Sachen weiterzukommen, aber nur um die Leute zu halten und nicht zu hart zu trainieren, weil sonst verlieren sie Kundschaft und so weiter. Wer nicht so hart trainieren will, dann braucht nicht zu mir kommen. Aber ich will diese Leute auf die Straße vorbereiten. Ganz einfach. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt stark. Ciao, Marek.